Frau Vorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Schaffung von E-Scooter-Stellplätzen und Lieferzonen sowie die Aufstellung von Fahrradbügeln erfolgt in den meisten Fällen nicht nur völlig sinnfrei und willkürlich, sondern ist in Wirklichkeit nur ein Vorwand für die Vernichtung von Parkplätzen in gigantischem Umfang. Bestes Beispiel hier direkt vor dem Besuchereingang unseres Rathauses. Von ursprünglich gerade einmal 3 regulären Parkplätzen sind genau 0 übrig. 2 davon sind einer Orgie von Fahrradbügeln zum Opfer gefallen. Der letzte verbliebene Parkplatz wurde in eine E-Scooter-Abstellzone umgewandelt. Ein ähnliches Bild bietet die Berliner Straße, wo man unzählige E-Scooter-Stellplätze, Lieferzonen und Fahrradbügel aus dem Boden gestampft und damit in massivem Umfang Parkplätze vernichtet hat. Dumm nur, dass das GPS-System auf mehrere Meter ungenau ist und sich so die E-Scooter wunderbar auch wild um die markierten Stellplätze herum abstellen lassen. Und zur Kontrolle der eingerichteten Lieferzonen fehlt der Stadtpolizei ja vorgeblich das notwendige Personal. Dies alles geschieht, ohne zuvor ein funktionierendes Parkleitsystem etabliert zu haben, das auf Echtzeitdaten basiert und den Parksuchverkehr zielsicher in das nächste freie Parkhaus leitet. Stattdessen schauen die Autofahrer in die Röhre und stehen immer häufiger im Stau vor besetzten Parkhäusern, da die Kapazitäten dort aufgrund der im öffentlichen Raum entfallenen Parkplätze immer schneller volllaufen. Sehr gut beobachten lässt sich das am Parkhaus Hauptwache. Wo sich früher lediglich an Samstagen lange Autoschlangen bildeten, geschieht dies heute regelmäßig auch unter der Woche und zwar mit einem Rückstau, der in der Mittagszeit nicht selten über die Kreuzung Kornmarkt-Berliner Straße hinausreicht und dort für zusätzliches Verkehrschaos sorgt. Und während man sich im grünen Mobilitätsdezernat ob dieser Schikane der Autofahrer vor Vergnügen auf die Schenkel klatscht, müssen die Einzelhändler in der Innenstadt, die aufgrund des Strukturwandels bereits einen schweren Stand haben, wegen dieser willkürlichen Parkplatzvernichtung noch stärker um ihre Existenz bangen, als dies ohnehin schon der Fall ist. Denn immer weniger zahlungskräftige Kundschaft aus dem Umland kommt mit dem Auto ins Stadtzentrum, um dort Einkäufe zu tätigen, sondern meidet diese tunlichst. Zudem mangelt es an Park-and-Ride-Angeboten ebenso wie an einem funktionierenden und sicheren ÖPNV. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist etwa die Konstabler Wache zur No-Go-Area geworden. Eine Fahrt mit der S- oder U-Bahn dorthin kommt für sie überhaupt nicht mehr in Frage. Mit dieser völlig fehlgeleiteten Verkehrspolitik fahren sie Frankfurt von Thal gegen die Wand. Ein Geschäftsinhaber an der Berliner Straße erwiderte mir jüngst auf diese Feststellung, die Stadt hat schon Berührung mit der Wand. Beim grün-linken Magistrat aber scheint die Devise zu gelten, wenn es kracht, noch ein Meter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.